Hallo, herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute mache ich für euch Surf und Turf von der Hähnchenbrust. Dazu habe ich schon Garnelen vormariniert mit etwas Knoblauchsalz, einem scharfen Gewürz, also diese Hot Chili Paste, mit dem Magic Dust vom Klaus und etwas Olivenöl. Ich habe das durchgemengt, dass es schön zieht. Die Hähnchenbrust, die würde ich jetzt hier so einschneiden. Und da wird dann die Garnele reingesteckt. Die anderen habe ich schon vorbereitet. Habe da auch schon etwas Öl rein und ein bisschen Gewürz. Jetzt würde ich weiß, ich habe heute keine Handschuhe an. Das muss aber nicht unbedingt sein, weil dann hat es doch nicht so viel Gefühl, sage ich immer. Jetzt kommt die Garnele in die Hähnchenbrust. Das schmeckt total lecker. Ihr werdet sehen, wenn ihr das ausprobiert. Genau. Jetzt würde ich muss ich kurz die Hände sauber machen. Jetzt kommt dem Klaus sein Magic Dust zum Einsatz. Damit mariniere ich jetzt das Hähnchen ungefähr für wenigstens 25 Minuten. Und auch mal hier runtergeben, dass man es besser sieht. Die Garnele ist schön verschwunden. Ihr müsst es auch nicht zustecken, weil die Hähnchenbrust sich wieder zusammenzieht. Jetzt legen wir schön drauf. Etwas Olivenöl zum Marinieren. Und dann würde ich noch Sprut Olivenöl drauf geben. Das war's schon. Jetzt warten wir 20 Minuten und lassen es kurz einmarinieren und sehen uns gleich beim Angrillen. Unsere Hähnchenbrust hat jetzt 25 Minuten mariniert. Wir haben unseren Grill vorgeheizt auf 220 Grad. Mehr brauchen wir nicht. Wir legen das direkt auf das Hähnchen. Ich nehme da jetzt die Finger, weil es einfach besser geht. Machen das wieder auf 10 Uhr, wie bekannt. Und drehen dann auf 14, nochmal auf 10 und dann zweimal auf 14 Uhr. Ich würde das jetzt 1,5 bis 2 Minuten angrillen auf jeder Seite und wir sehen uns gleich wieder. Die 1,5 Minuten sind jetzt vorbei. Jetzt würde ich mal drehen. Herrliches Branding auf der Hähnchenbrust. Löst sich natürlich genial von dem Gussrost. Wieder 1,5 Minuten. Und dann auf die andere Seite und dann lassen wir es kurz oben noch nachruhen. Unsere 1,5 Minuten sind jetzt wieder um. Jetzt würden wir wieder mal drehen auf 14 Uhr. Ihr seht, die Hähnchen verschließen sich. Die Garnele kommt nicht raus. Gehen ein bisschen hierher. Da haben wir ein bisschen mehr Temperatur. Sehen wir uns in 1,5 Minuten nochmal. So, jetzt drehen wir das letzte Mal. Herrlich, das Branding auf der Hähnchenbrust. Die ist nahezu verschlossen, wie ihr seht. Die Garnele ist da schön drinnen. Jetzt lassen wir das noch 1,5 Minuten direkt grillen und dann würden wir das hochlegen, um einfach das noch nachziehen zu lassen für ungefähr 10 Minuten. Die nächsten 1,5 Minuten sind vorbei. Wir haben das letzte Mal gedreht. Ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt mal hochnehmen. Die Hähnchenbrust. Legen das oben drauf schön. Ihr seht, die ist sehr schön geschlossen. Und würden unsere Brenner auf minimal stellen, dass wir so ungefähr bei 200 Grad für 10 Minuten das Ganze weitergaren bzw. grillen. Wir haben jetzt 210 laut Thermometer, aber das dürfte okay sein. Surf und Turf von der Hähnchenbrust, die waren jetzt 10 Minuten auf dem Grill bei 200 Grad noch oben und haben noch etwas weitergezogen. Die schauen herrlich aus, die werden wir jetzt mal vom Grill nehmen. Ich sehe schon. Hervorragend.
Jetzt würden wir die mal, also Hähnchen kann man gleich anschneiden, würden wir mal da durchschneiden in der Mitte. Dass wir die Hähnchen, ah, seht ihr, die Garnele hat sich da leicht gefalten. Die probiere ich jetzt auch gleich. Da bin ich jetzt gespannt. Ich kann nur sagen, es schmeckt wieder genial. Wenn ihr das seht, die Garnele da drinnen, hammergut. Ein total geiles Geschmackserlebnis. Ich kann es gar nicht glauben, wie geil es schmeckt. Das war's wieder bei Peter Zeidler Barbecue. Daumen nach oben für euch, wenn es euch gefallen hat. Und bitte abonniert meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Es kommen noch viel mehr Videos. Bis zum nächsten Mal.